Heute zeige ich euch die langfristige Betrachtung der Delivery Hero Aktie. Die Delivery Hero Aktie hat das erste Mal, seit sie an der Börse ist, hier eine 40-prozentige Korrektur hinter sich gebracht. Falls jemand die Delivery Hero nicht kennt, dieses Unternehmen betreibt weltweit Online-Bestellplattformen für Essen. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und auch meine Performance-Kurve hier zu meinem Trading-Portfolio. Wenn euch das gefällt, dass ich hier live und transparent meine Ergebnisse und meine Trades, meine Entwicklung hier vorstelle, dann freue ich mich über einen Daumen hoch zu diesem Video. Damit unterstützt ihr hier meinen kostenlosen Content. Wenn wir uns jetzt hier die Delivery Hero Aktie anschauen, eben seit Juli 2017 an der Börse, ist sie sehr gut gestiegen, schön gestiegen, ohne auch größere Korrekturen dazwischen. Und jetzt eben seit, eigentlich seit komplett im Jahr 2021 korrigiert diese Aktie hier, aber schön langsam und reaktiv gegenüber der vorherigen Bewegung. Was meine ich damit? Und zwar, wir haben hier einen schönen Impuls, sehr schnell nach oben. Und jetzt fangen sie hier an, so rumzuwackeln nach und nach. Und sind jetzt zuletzt ja auch nochmal eine Etage tiefer gegangen. Was hier jetzt meiner Meinung nach ganz interessant ist, wir haben hier eine Art Unterstützungszone rausgebrochen. Das heißt, hier an dieser Zone, wo ich dieses blaue Kästchen hier, was hier jetzt aufblockt, eingezeichnet habe, gab es viele Menschen, die hier in dieser Zone long gegangen sind und diese Unterstützung gekauft haben. Dann hat der Markt hier diese Leute alle rausgehauen, also im Verlust sozusagen. Und jetzt, nachdem hier dieser Markt hier durchgebrochen ist, fängt er an, wieder eine starke Bewegung nach oben zu machen. Diese Woche war jetzt sehr stark in dieser Aktie und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, weil der Markt das gerne immer wieder tut. Also hier diese Zone raushauen, hier die Leute in den Verlust zu schicken und dann darauf folgend volle nach oben zu ziehen und nach oben zu starten, also sozusagen diese Leute hier veräppelt zu haben, um dann zu steigen. Das ist ein sehr typisches Verhalten, was der Markt immer wieder gerne macht und darauf spekuliere ich jetzt auch hier in dieser Aktie. Und hier in diesem Trade, das ist jetzt so, ich kann hier das Vierfache an Gewinn erzielen, also im Endeffekt direkt an den Allzeithochs. Da möchte ich dann meine Gewinne auch wieder mitnehmen. Und falls der Markt sich jetzt hier doch gegen die steigende Richtung entscheiden sollte und wir hier wieder unter die 86 durchgehen sollten, sehe ich das Ganze als Fehlsignal, als Fake-Signal, dass wir hier tatsächlich einen Fake gesehen haben. Dann ist es eben kein Fake gewesen. Und dann möchte ich hier auch wieder raus sein, weil dann sehe ich hier auch tiefere Kurse für wahrscheinlich. Ja, im Endeffekt war es jetzt auch hier von dem Trade. Ich gehe davon aus, dass dieser Anbieter von Online-Bestellplattformen für Essen weiterhin gute Gewinne erzielen kann, da gerade jetzt auch in der Pandemiesituation das weiterhin Bestand hat, diese Form von Geschäft. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier gute Chancen für weiter steigende Kurse haben. Und damit war es jetzt hier mit dieser Trade-Vorstellung und ich sage bis zum nächsten Video.